Herzlich willkommen an alle Zuschauer. Ich begrüße Dr. Veronika Wendland und Dr. Rainer Mohrmann. Die beiden haben einen Artikel platziert in der Zeit. Der Titel lautet Stopp den Atomausstieg. Es geht dabei um Ihr Energiememo, das Sie geschrieben haben. Mit dem Titel, Anna, sag du es kurz. Warum wir die deutschen Kernkraftwerke jetzt noch brauchen. Ja, das wird wahrscheinlich einigen Leuten nicht gefallen. Ich würde jetzt einfach mal euch bitten, kurz ein paar Sätze zu euch zu sagen, wer ihr seid, was eure Expertise ist. Ladies first. Also mein Name ist Anna-Veronika Wendland. Ich bin Osteuropa- und Technikhistorikerin. Und meine Expertise bezieht sich darauf, dass ich in den letzten 8 Jahren ein großes Forschungsprojekt über die kerntechnische Moderne in Ost- und Westeuropa gemacht habe, zu dem unter anderem gehörte, dass ich sehr lange als Industrial Anthropologist, also als teilnehmende Beobachterin, in Kernkraftwerken gearbeitet habe. Das heißt, ich kenne diese Anlagen sehr gut von innen habe sehr viel gelernt in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe. Aber ich betrachte diese Anlagen und die Menschen, die da arbeiten, natürlich nicht als Ingenieurin oder als Physikerin, sondern eben als Technikhistorikerin und als Kulturwissenschaftlerin. Ja, ich heiße Rainer Mohrmann. Ich habe fast 40 Jahre am Forschungszentrum Jülich zur Sicherheit von kerntechnischen Anlagen gearbeitet, habe mir in den letzten 10 Jahren auch erheblichen Ärger eingehandelt, weil ich doch Kritik an dem dort favorisierten Kugellaufenreaktor geübt habe und musste schließlich auch früher ausscheiden, weil der Druck zu groß wurde gegen Kritiker. Ich habe dann den Whistleblower-Preis 2011 für die Warnung vor diesem Reaktorkonzept bekommen. Ja, und seitdem habe ich mich immer noch mit Kerntechnik befasst, im Wesentlichen kritisch, aber in den letzten Wochen, wie bekannt, auch in dem Sinne, dass ich mich gefragt habe, wie kann eine vernünftige Rolle für die Kerntechnik aussehen im Rahmen der laufenden Energiewende? Gut, jetzt habe ich ja seit langer Zeit euer Kennenlernen und die hitzige Diskussion auf Twitter beobachtet. Einfach mal für die Zuschauer, weil ich das so spannend finde. Wie kam es dazu, dass ihr euch zusammengetan habt? Da muss ich vielleicht nochmal vorgreifen. Es fing damit an, dass ich mich ja geändert habe, weil ich komme ursprünglich auch aus der Anti-Atom-Bewegung, also als junge Frau, so Anfang, Mitte 20, als Studentin, war ich radikal gegen Atom. Und das hat sich im Laufe meiner Arbeit eben geändert. Also es hat sich vor allen Dingen durch Anschauung der Dinge von innen geändert. Und es hat sich auch geändert, weil ich einfach unter dem Eindruck des Klimawandels zu dem Schluss kam, dass hier einfach alle Instrumente auf den Tisch müssen, inklusive, also alle CO2-freien Instrumente, inklusive Kernenergie. Und darüber habe ich dann immer ein bisschen geschrieben und geblockt und irgendwann auch bei der Nuklearia das dann gemacht, die mich dann irgendwann auch eingeladen hat, mal ihr Mitglied zu werden, nachdem ich bei denen das immer geschrieben hatte. Ja, und als solcher Mensch, also sozusagen Vertreterin der nuklearen Seite der Macht, sind wir dann mit Rainer ziemlich hart auf Twitter zusammengekracht, weil und haben dort viele, viele Diskussionen, also auch Fachdiskussionen geführt und uns gefetzt und gestritten, aber irgendwie auch gelernt, uns dabei gegenseitig zu respektieren. So viel erstmal von meiner Seite. Also ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich finde die Beschreibung ist ordentlich. Gut, dann können wir ja nicht davon ausgehen, dass jeder jetzt diesen Artikel in der Zeit gelesen hat. Ich verlinke den natürlich für alle Zuschauer hier unten. Als Außenstehender, glaube ich, bekommt man den Eindruck, die Energiewende läuft doch eigentlich ganz gut. Man hört Erfolgsmeldungen wie zum Beispiel, dass 50% des Stroms regenerativ erzeugt wird. Warum nicht einfach so weitermachen wie bisher, vielleicht ein bisschen mehr Tempo, damit der Kohleausstieg schneller funktioniert? Woran krankt es da aus eurer Sicht? Nun, es krankt zum Beispiel daran, dass wir für bestimmte Probleme noch keine Lösungen haben.
keine durchführbaren Lösungen jedenfalls, beispielsweise die Langzeitspeicherproblematik. Die erneuerbaren Energien, die wir überwiegend einsetzen, sind ja Photovoltaik und Wind, und diese sind halt nicht ständig verfügbar. Volatil nennt man das ja auch. Und deshalb muss man Speicher einsetzen. Man muss vor allem aber auch für Zeiten im Winter, wo es zu sogenannten kalten Dunkelflauten kommen kann, genügend Reserven haben. Und Reserven heißt in diesem Fall nicht Batterien, das geht nicht, sondern über Power-to-Gas erzeugtes Methan, erzeugten Wasserstoff. Und diese Technologie in brauchbarer Form steht erst am Anfang. Und das macht es natürlich schwierig, jetzt zu sagen, wir können 2050 eine Energiewende durchgeführt haben, die wir uns wirklich gestattet, die Paris-Kriterien zu erfüllen. Zu ergänzen wäre natürlich außerdem noch, das haben wir in unserem Memo dann auch nochmal ausführlicher dargelegt, dass wir erstens genau dieses Problem haben, was Rainer gerade geschildert hat. Also wir befürchten einfach, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo die letzten Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, nicht so weit sind, dass wir das Backup von Erneuerbaren, also von intermittierend einspeisenden Erneuerbaren, wirklich auch CO2-frei gewährleisten können. Und das hat dann einfach einen Grund, und das sehen wir eigentlich an allem, was derzeit in der Bundesrepublik geschieht, an den Gesetzesvorhaben, auch in den Studien, die es darüber gibt, ist das dann im Kleingedruckten oft versteckt. Wir sehen einfach, dass eigentlich jetzt ein Schattenkraftwerkspark für diesen Fall aufgebaut wird und dass der einfach mit Erdgas, mit ganz normalem, größtenteils aus Russland importiertem Erdgas dann eben betrieben wird. Und wir halten das eben für keine klimafreundliche Lösung, weil gerade über diese Transportwege, die Methanleckagen dann dazu führen, dass dieses Erdgas, was von der Erdgasindustrie als sauberer Partner der Energiewende angepriesen wird, dann eben in der Summe genauso klimaschädlich ist wie Braunkohle- oder Steinkohleverstromung. Das heißt, wir halten das für keine gute Idee. Das ist eigentlich der wichtige zweite Punkt. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, dass das Gesamtsystem natürlich, also das Gesamtsystem 100% Erneuerbare und Power-to-Gas-Speicher und Batteriespeicher, nicht zuletzt auch ein großes und unserer Meinung nach noch ungenügend diskutiertes Problem hat. Es ist extrem material- und energieintensiv für sich selber. Ja? Das heißt, wir installieren da eigentlich ein System, was auf eine gigantische Materialschlacht hinausläuft, und wir haben gewisse Zweifel, ob es wirklich richtig bis zum Ende durchgedacht worden ist, ob dieses System wirklich ökologischen Anforderungen entspricht und vor allen Dingen auch, ob es einfach schlicht ökonomisch auch machbar ist. Denn diese Anlagen sind eben nicht nur virtuell, sondern die sind aus Stahl und Beton und Verbundwerkstoffen und seltenen Erden und jeder Menge Kabel und Freileitungen und Gleichrichter und Wechselrichter, und es ist eine irrsinnige Infrastruktur, die man aufbauen muss, und wir haben einfach Zweifel, ob das wirklich bis zum Ende durchgerechnet worden ist. Welche Lösungen habt ihr euch überlegt? Nun, die erste einfache Lösung, die jetzt schnell uns dazu verhelfen könnte, den CO2-Ausstoß zu senken um etwa 10% und sogar 60% der Braunkohle Kraftwerke stillzulegen, sofort gestatten würde, das wäre einfach der Weiterbetrieb der 6 noch laufenden deutschen Kernkraftwerke. Und dazu kann man einfach sagen, aus Sicht des Atommülls würde das etwa bedeuten, dass wir bei wärmeentwickelndem Abfall so nach 10 zusätzlichen Jahren, 10% mehr hätten, also nicht entscheidend viel. Und von der Sicherheit stehen die deutschen Kernkraftwerke vergleichsweise gut da. Von daher erscheint es uns verantwortbar,
auch, wenn man natürlich sagen muss, absolute Sicherheit gibt es nicht, aber das Risiko bei uns ist geringer als in anderen Teilen der Welt beispielsweise. Ja, wenn ich das vielleicht noch kurz so auf so eine ganz knappe Formel bringen kann. Wir haben eigentlich gesagt, die Situation ist momentan in Deutschland einfach diejenige. Man hat so eine dreisträngige Strategie, Energiestrategie und Klimastrategie, die besagte eben sehr, sehr schnell raus aus der Kernenergie, gleichzeitiger Aufbau von erneuerbaren Systemen und ganz, ganz langsam und quälend raus aus den Fossilen. Und was wir vorschlagen, ist eben langsam raus aus der Kernenergie, schnell raus aus den Fossilen und Aufbau von erneuerbaren Systemen. Und wir sagen eben bewusst, Leute, das ist ganz, ganz pragmatisch. Wir reden von Anlagen, die hoch abgeschrieben sind, die also nicht mehr teuer sind im Bau, die ohnehin laufen, die auf dem Stand von Wissenschaft und Technik sind und die eben tatsächlich jetzt uns sozusagen diese 10 Jahre, die wir bräuchten, um festzustellen, ob denn so ein 100% erneuerbaren und Speichersystem funktionieren kann, einfach die Brücke bauen würden. Ja, also wir sagen einfach erstmal, diese sehr unter Emotionen und dem Eindruck der Ereignisse entstandene Entscheidung nach Fukushima, die war einfach voreilig, die muss überdacht werden. Leider sind wir sehr spät dran mit dem Überdenken, denn wir mussten uns auch erst zusammenraufen und denken und studieren und Verbündete suchen. Das kommt jetzt ganz, ganz kurz vor knapp. Also wir müssen uns einfach vor Augen halten. Diese Anlagen haben Betriebsgenehmigungen, 3 davon bis zum 31. Dezember 2021, die anderen 3 ein Jahr später, also Dezember 2022. Danach ist es irreversibel. Wenn die Anlagen dann vom Netz sind, können sie nicht mehr neu genehmigt werden, sondern wenn, dann muss man dieses Unternehmen jetzt ins Werk setzen. Und deswegen haben wir jetzt auch einen etwas dringlichen Ton auch aufgelegt, weil wir einfach sehen, hier geht uns eine Mega-Chance verloren, einfach schnell Braunkohle zu reduzieren. Und wir handeln uns damit einfach nur einen absolut quälenden Kohleausstieg ein. Und das wurde ja auch, haben wir ja gesehen in der letzten Woche, als die Debatte im Bundestag war, wurde das ja auch von allen wirklich bedauert, dass das so quälend langsam geht. Ja, nun ist es ja aber auch so, dass die Betreiber dieser Kernkraftwerke schon verlautbaren lassen, dass sie eigentlich gar kein Interesse daran haben, diese Kernkraftwerke weiter zu betreiben. Die Politik will es nicht, die Betreiber wollen es nicht, die Bevölkerung will es im Grunde auch nicht. Wie seht ihr da die Chancen oder was ist da euer Vorschlag? Nun, Vorschlag, den die Vero aufgebracht hat und den ich sehr gut finde, das ist, die kerntechnischen Anlagen in Staatsregie weiter zu betreiben, nämlich ähnlich wie jetzt die Zwischenlage. Das hätte verschiedenste Vorteile, zum Beispiel auch den, dass der ökonomische Druck auf die Kraftwerke dann deutlich geringer wäre. Das ist sicherlich einem insgesamt sicheren Betrieb dienlich. Der staatliche Betrieb wäre ein Ausweg. Ansonsten ist es in der Tat so, dass die politischen Randbedingungen derzeit nicht optimal sind. Da wird viel an Überzeugungsarbeit erforderlich sein, aber man muss natürlich auch sagen, dass diejenigen, die jetzt sagen, wir schaffen das und wir schaffen das unter allen Umständen, damit auch die Verantwortung übernehmen, wenn es mal nicht läuft. Ich bin schon der Meinung, wir sollten versuchen, gerade auch in Richtung auf die Grünen, die ja wohl das Zünglein an der Waage sind. Denn keine andere Partei wird sich trauen, hier dieses Anliegen von uns aufzunehmen, wenn die Grünen nicht mitziehen. Es war ursprünglich deren Herzprojekt. Und für die wird es auch ganz schwierig werden, hier sich zu bewegen. Andererseits ist es nicht mehr die Zukunft der Leute, die bei den Grünen jetzt das Sagen haben, sondern die der nächsten Generation. Und da sehe ich schon ein gewisses Umdenken. Und ich hoffe, dass sich das in den 1,5 Jahren, die uns noch bleibt, dass sich das dann irgendwie in politischen Entschlüssen niederschlägt. Ja, wenn,
Wenn ich da noch kurz ergänzen darf, ich arbeite ja auch, ich habe einen Industriepartner, ein deutsches Kernkraftwerk, in dem ich regelmäßig arbeite und bin, und deswegen kann ich natürlich auch mit vollem Realismus sagen, da ist der Rückbau seit 5 Jahren, sind da die Anträge eingereicht und da hängen in der Arbeitsvorbereitung inzwischen die Listen mit den wirklich auf den Punkt Demontagedaten bis runter zur letzten Armatur und Rohrleitung. Also es ist ein minutiös vorbereitetes Vorhaben. Nur andererseits, wenn es eine Zunft gibt, die das Umdisponieren gut gelernt hat, dann sind es Ingenieure, ja. Und dann kann man solche Pläne sind nicht in Erz gegossen. Die könnte man theoretisch auch einige Jahre wegdatieren. Und das heißt, das Problem ist weniger ein technisches als ein politisches. Das heißt, die Betreiber folgen eigentlich der Vorgabe aus der Politik, und bekämen die Betreiber die Vorgabe aus der Politik, bitte betreibt das unter unserer, meinetwegen auch in öffentlicher, öffentlich-rechtlicher Ägide sozusagen im Auftrag des Staates weiter, oder gebt es ab, aber belasst uns die Expertise. Ja, da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, wie man das organisieren müsste. Das Wichtige ist, dass die politische Entscheidung fällt. Die Betreiber tun, was sie an Vorgabe bekommen. Und die betonen das auch immer wieder, dass sie nicht ausgestiegen sind, weil sich diese Kraftwerke jetzt ökonomisch nicht gelohnt hätten oder weil sie nicht überzeugt wären, dass die keinen Beitrag zum Klimaschutz bieten können, sondern die sagen, wir haben einfach die Vorgabe bekommen, die hieß politisch, wir haben keinen Konsens mehr für Kernenergienutzung und der folgen wir. Das ist völlig pragmatisches Feld, und ich denke mir, dass momentan, was diesen Konsens angeht, eine Menge in Bewegung geraten ist. Also ich sehe das überall, wo ich ein bisschen so reinstochere, merke ich selbst bis tief in die Grüne und Klimabewegung rein. Es gibt eine Menge Unsicherheit über dieses, wir packen das mit der Energiewende, so wie wir sie bislang angepackt haben. Und es gibt sehr viele junge Leute, die in alle Richtungen denken und die auch tatsächlich diese historische Hypothek oder diese Identität der alten Grünen, die da an den Bauzäunen gekämpft haben, einfach nicht mitbringen. Ne? Also die sehen das Ganze viel leidenschaftsloser. Und ich glaube, da gibt es auch eine Chance, dann da eine neue Diskussion anzustoßen. Ich möchte mal noch die typischen Bedenken beziehungsweise einen ganz wichtigen Punkt zur Sprache bringen, den ich immer wieder höre, und zwar besteht jetzt nicht die Gefahr, dass, wenn wir das umsetzen, was ihr vorschlagt, dass das die Energiewende komplett zum Erliegen bringt? Man hört zum Beispiel, Kernkraftwerke sind nicht flexibel, sind nicht kompatibel von daher mit erneuerbaren Energien. Und dann wäre noch die Kostenfrage, denn ihr habt ja auch geschrieben, diese Kernkraftwerke müssen ertüchtigt werden. Ja, nur ganz kurz dazu, da kann ich also auch aus meiner Beobachtungspraxis in der deutschen Kerntechnik kurz was zu sagen. Also prinzipiell ist das so ein Framing, das seien so solche Dinosaurier, die unflexibel seien und so, also überhaupt nicht zu den Erneuerbaren passten. Das stimmt so nicht. Also technisch wurden die deutschen Anlagen von Anfang an auf Lastwechsel ausgelegt. Ganz einfach, weil man ursprünglich mal gedacht hatte, dass wir in dem System nur Kernkraftwerke haben würden, und dann braucht man automatisch lastfolgefähige Anlagen. Und de facto sind die dann in den 80ern und 90ern nie so gefahren worden. Das hat einfach mit der Preisstruktur des Strommarktes zu tun gehabt. Das wurden dann eben tatsächlich Grundlastkraftwerke. Aber technisch sind sie in der Lage, und seit einigen Jahren, seitdem man eben mit Lastfolgebetrieb und mit Regelenergie Bereitstellung auch richtig gut Geld verdienen kann in diesem Markt, machen etliche deutsche Kernkraftwerke das. Also die haben Aufrüstungen, adaptierte Reaktorleistungsregelungen, und die sind ständig in Primär- und Sekundärregelungen bei uns im Strommarkt unterwegs. Das heißt, das ist auch eine etwas veraltete Vorstellung von Kernkraftwerken, obwohl man ganz klipp und klar sagen muss, das, was ein Gaskraftwerk kann, kann ein Kernkraftwerk nicht. Also dieses von 0 auf 100 in wenigen Minuten, ne, das geht tatsächlich nicht, sondern was Kernkraftwerke gut können, ist lastvoll im Mittellastbereich. Und da sind die heute auch schon ein ziemlich wertvoller Player als Backup für Erneuerbare. Ne? Also wir sollten jetzt gar nicht uns vorstellen, jetzt so ein Idealsystem, wo dann auch nur noch Kernkraftwerke drin agieren, sondern idealiter schwebt uns vor, dass wir da so ein für diese Übergangszeit einfach ein nuklear erneuerbares System haben, was auf der Spitze auch noch mit Gas Backup ausgestattet ist, aber eben nur noch wirklich für die letzten Löcher, die dann da bleiben. Ja, und
das ist sicherlich der Unterschied zu dieser Strategie, die jetzt de facto eingeschlagen wird, dass man einfach sagt, man stopft alle Löcher, die Kohle reißt und die Kernenergie reißt, ja, dann mit Gaskraft zu. Deswegen denke ich mir, dass dieser Vorschlag, den wir da machen, relativ plausibel ist. Was den Preis angeht, da sage ich natürlich, Kernenergie ist, wenn man ihre Folgekosten mit berechnet, das ist nämlich die Endlagerung, dann ist das nicht die billigste Art. Aber ich gebe auch zu bedenken, dass wir uns pro Jahr, also inklusive aller Fördermittel und Subventionen und EEG-Umlage, ungefähr laut Bundesrechnungshof ungefähr 30 Milliarden Euro pro Jahr leisten, um die Erneuerbaren zu fördern. Und im Vergleich zu diesem Aufwand ist der Aufwand, den auch jetzt noch die Ertüchtigung dieser Kernkraftwerke hätte, im Grunde vernachlässigbar, würde ich einschätzen. Gut, wir sind fast schon am Ende des Zeitrahmens angelangt. Vielleicht noch den letzten Punkt. Was, wenn es 2030 immer noch nicht so läuft, wie wir es uns eigentlich vorstellen? Dann wird man überlegen müssen, was an Alternativen da ist aus heutiger Sicht. CO2-freie Alternativen wären nur Kernkraftwerke der dritten Generation, eventuell Small- und Medium-Sized Reactors, und darüber wird man nachdenken müssen. Vielleicht ist die Fusion dann aber am Horizont sichtbar, das lässt sich jetzt aber nicht sicher prognostizieren. Eine Alternative, die sich ja jetzt andeutet, nämlich fossiles Gas ewig und drei Tage weiter, das muss ausgeschlossen werden. Jetzt eure Chance, noch einen Appell an die Politik zu richten. Mache ich gerne. Mein Appell an die Politik wäre, einfach zu verinnerlichen, dass wir uns klar werden müssen, es sind Menschen, die hier entschieden haben. Also es war ein Konsens von Menschen, der ist in einer bestimmten Situation entschieden worden, die sehr stark emotional aufgeheizt war nach Fukushima und die aber im Endeffekt in einer Fehlsteuerung resultiert ist. Und meiner Meinung nach, das ist einfach auch meine Meinung als Wissenschaftlerin und als Historikerin, die ich ja auch bin und die einfach sich dessen bewusst ist, wie schnell sich auch Rahmenbedingungen und wie schnell sich Haltungen von Gesellschaften ändern können. Mein Appell wäre, bitte revidiert das, was hier an Fehlsteuerungen passiert ist, und überlegt euch, ob es nicht möglich ist, wenn Menschen Fehlsteuerungen beschließen, dass auch Menschen die Fehlsteuerungen wieder abstellen können. Ja, wenn ich da noch etwas zu ergänzen darf. Ich bin schon der Meinung, dass die bisherigen Entscheidungen auch von Ideologie geprägt sind. Und hier wäre es eigentlich gut, wenn man sich so an einen breiten Konsens auch der internationalen Wissenschaft orientieren würde in Sachen in dieser Frage und es ähnlich machen würde wie bei Corona. Das heißt, weg von Ideologien und hin zu einer wissenschaftsbasierten Entscheidung. Gut, dann danke ich euch recht herzlich für eure Zeit. Und mein Appell jetzt an meine Zuschauer, teilt dieses Video, bringt euch in die Diskussion ein, lasst uns diese Diskussion führen. Es geht wirklich um unsere Zukunft, um den Klimaschutz. Danke fürs Zuschauen.